Wie funktioniert das Online-Lastschriftverfahren? Fragezeichen. Der Kunde steht an der Kasse, zum Beispiel im Supermarkt, und zahlt mit Bankkarte ohne PIN. Sie haben das schon gemerkt. Es gibt in Deutschland da zwei Systeme. Einmal geben Sie eine PIN ein und bei dem anderen System, und das ist das, was ich jetzt gerade hier behandle, da unterschreiben Sie. So, das Erste, was passiert, die Karte wird überprüft. Die Karte wird überprüft. Vielleicht ist die Karte gesperrt. Dann der Kunde unterschreibt, na, denn jetzt wird hier natürlich dieser Karte die zu leistende Zahlung zugeordnet und ein Beleg ausgedruckt. Das habe ich jetzt überschlagen. Ja. Das ist das, was die Kassiererin macht. Das muss der Kunde nicht tun. Die Karte wird überprüft. Die Zahlung wird zugeordnet, ja, also das, was die Maschine da aufaddiert hat, vom Laufband, vom Supermarkt, von der Kasse, und wird dieser Karte dann zugeordnet. Und dann wird der Lastschriftbeleg ausgedruckt. Der Kunde unterschreibt den Lastschriftbeleg. Und jetzt ist auch wieder das, was der Supermarkt tut. Der reicht das jetzt ein. Und die Hausbank des Kunden, Entschuldigung, die Hausbank des Zahlungsempfängers, wollte ich sagen, die Hausbank des Zahlungsempfängers, also des Supermarktes, zieht ein. Kriege ich nur gerade so hier hin. Gequetscht. Also noch einmal, der Kunde unterschreibt den Lastschriftbeleg, ja, die Kassiererin zeigt Ihnen dann den Betrag und die Unterschrift ist dann auf der Rückseite zu leisten. Das ist nicht so super glücklich, aber es ist so. Und dann unterschreibt der Kunde, ich habe übrigens noch nie erlebt, dass die Kassiererin dann die Unterschrift des Kunden prüft, die ja auf der Bankkarte ist. Das passiert nicht. Ja, sondern nur die Karte wird überprüft durch das System. Aber ob der Kunde dann berechtigt ist oder die Karte vielleicht gestohlen hat und der andere hat das noch gar nicht gemerkt und die Karte noch nicht gesperrt, das wird wahrscheinlich nicht auffallen. Der Kunde unterschreibt also den Lastschriftbeleg und die Hausbank des Supermarktes zieht dann mit Hilfe dieser Berechtigung, die der Kunde hier erteilt hat, den Betrag vom Konto des Kunden ein. So ist das Vorgehen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.